Was geht, meine lieben Gaming-Mates? Hier ist wieder euer JBD zu einem erneuten Video und diesmal ein Autogramm-Kapsel-Opening. Ich habe mir für 38 Euro das Paket geholt mit allen Stickern, also mit den Stickern von den Teams, mit den Graffiti-Zeugs von den Teams und natürlich hier die Autogrammkapseln. Und die öffnen wir jetzt. Wir fangen einfach der Reihe nach öffnen. Und mir ist egal, was ich ziehe, weil ich kenne mich damit eh nicht aus mit den ganzen Spielern und so. Ich kenne nur die Spieler von Big teilweise und die Spieler von Navi teilweise und teilweise von Liquid und teilweise von Fnatic. Aber sonst war es das auch wieder. Also ich weiß nicht, was gut ist, ich weiß nicht, was schlecht ist. Und ich werde mal gucken danach auf CSGO Exchange, ob sich das gelohnt hat. Das heißt, ob ich dann mehr als 38 Dollar im Inventarwert habe oder weniger. Wenn ich mehr habe, werde ich das, glaube ich, in Skins umtauschen. Mal gucken. Und ich finde diesen Blade, heißt glaube ich auf Sega, ganz nice. Blade, Autogramm, okay, Electronic. Warte mal, Electronic. Die spielen doch gerade gegen Big? Oder nee, Atlanta. Warte mal. Doch, das ist Flipside. Die spielen doch gerade gegen Big? Ja. Die spielen gerade gegen Big. Digga, Big muss gewinnen. Ich habe 10 Dollar auf Big gesetzt und die haben die erstmal verloren, Alter. Ist gerade noch in der Runde. Richtig behindert. Hier würde ich mir gern Olaf Meister wünschen. Olaf Meister wäre ganz sick, Alter. Grimms kenne ich aber auch. Den kenne ich auch. Nicht schlimm. Olaf Meister wäre aber sicker gewesen, schätze ich mal. Nächste Kapsel, wo ist hier? G2. Scream. Eindeutig Scream. Es muss Scream sein, please. Naja, kenne ich nicht. Ich glaube auch, muss man nicht kennen. Naja. Das Team kenne ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Aber Flasher kenne ich. Ich will Flasher ziehen. JW mag ich nicht. Was ist das? Das ist der übelste Bot, Alter. Pronex, Digga. Ich guck mal erstmal, wie viel der Wert ist hier. Ja. Und dann guck ich mal, wie so eine Kapsel wert ist. Da ist 56 Cent wert. Und so eine Kapsel ist im Durchschnitt auch, ja, okay, gut. Passt, muss ich sagen, passt. Hier, Zeus. Zeus ist geil, Digga. Zeus will ich haben. Atren kenne ich irgendwo, ja, hab ich schon mal gehört. Auch nicht so schlimm. Oh, ich finde die Unterschrift von denen übelst geil. Oh, diese chinesischen Zeichen, die sind übelst heftig. Nice. Hellraiser, habe ich schon mal gehört, das Team. Und ich finde hier die Unterschrift von Styko, keine Ahnung, Alter, ganz geil. Und von Angel. Einer von den beiden, bitte. Oh. Gib mir doch mal das, was ich will, Alter. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Ist noch ein bisschen schlicht, sage ich mal. Ist schlicht. Navi, bitte, simpel. Bitte, simpel. Simpel ist mein Lieblingsspieler, also Simpel und Nex. Nex von Big und Simpel von Navi. Sind meine beiden Lieblingsspieler. Please Simpel, Alter. Simpel. Guardian und Flamey sind auch nice, aber ich will Simpel. Ja, komm. Ja. Simpel, Simpel, Simpel. Ja, Mann. How much is that worth, Alter? Simpel, Simpel. Yes, Alter. Bester Mann, ich liebe den. Ich liebe den. Simpel ist so nach 1,51 wert. Oh, nice, Alter. Simpel, bester Mann, Alter. Das Team, da hab ich mal das Logo gesehen. Kenn ich den Spieler davon? Nein. Ich finde die Unterschrift von Config ganz nice. Ich will Config ziehen. Config ist nice. Die Unterschrift. Okay, ich hab. Naja, okay, die Unterschrift von dem ist ganz akzeptabel. Nur ich finde die auch ein bisschen schlicht leider mit diesem Strich hier unten. Naja, passiert, machst du nix. Nächste Kapsel von Optic Gaming. Hab ich schon mal gehört. Kenn ich den Spieler davon? Nee, aber ich finde die Unterschrift von Mikeswell ganz nice, von Tarik und von, ich finde alle nice, aber die nice ist von Tarik, finde ich. Tarik wäre am nicesten. Rush bekomme ich. Rush ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So. SK Gaming. Ich kann SK Gaming nicht leiten, aber ich kenne Fallen, ich kenne Taco. Beste Unterschrift ist natürlich von hier Cold Zero, aber ich würde mir von Fallen wünschen. Ich würde mir echt von Fallen wünschen. Und ich bekomme Fair, keine Ahnung. Endlich wieder ein Flair, muss ich sagen. Ja, ein bisschen wack, finde ich die Unterschrift, ein bisschen lame. Envious kenne ich.
Ich war mal Kenny S. Fanatiker, mittlerweile ist der Hype ein bisschen weg, finde ich, aber Kenny S. ist was wert. Bitte Kenny S., komm, give it Kenny S. to me. Happy. Happy kenne ich aber sogar, Happy kenne ich. Also auch nicht komplett scheiße. Das ist sogar recht recht nice geschrieben, wie viel ist der wert? Aber wo ist der, Digga? Happy? Nicht dumm? Hier oben ist Happy. Nicht untersuchen. Community Markt. Und wie, ich glaube 50 Cent vielleicht. Ja, 52 Cent. Die Kenny S wäre schon nicer gewesen. So, nur noch 3 Kapseln. Team Liquid war mein Lieblingsteam, als Simple dort war. Dort würde ich gern JDM ziehen. JBM, Digga. Oder Hiko. Hiko. Hiko ist auch nice. JDM oder Hiko? Es wird JDM. Nice. Das wollte ich haben. Das gefällt mir. Ist mir der Preis halt egal, muss ich sagen. So, von den letzten beiden checken wir ja erst den Kapselpreis und danach den Preis, was wir draus gezogen haben. Finde ich wichtig. Komm mal, gib mir bitte kurz den Kapselpreis. Mate. 1 Euro ist der Kapselpreis. So. Pasha Biceps. Ganz klar Pasha Biceps oder Snacks. Ganz klar Pasha Biceps eigentlich. Neo. Ich schätze mal, Neo ist weniger wert als der Rest. Hier ist Neo. Ja. 81 Cent. 19 Cent minus. Ist nicht so schlimm. Und letztes Mauspad. Mouseboards. Sorry. Ich kenne das Team nicht. Schon mal gehört, aber ich kenne das jetzt so nicht. Hier ist die Kapsel 94 Cent wert. Und ich finde die Unterschrift von Chris ganz geil und von Nico. Chris oder Nico? Bitte, aber Chris ist geiler. Die Unterschrift ist auch nice. Die ist auch nice. Okay, gut. Und wie viel war das wert? Also 94 Cent war die Case wert. Oder die Kapsel. Und das jetzt ist auch ungefähr wert. 80 Cent. Kann man machen. So, jetzt habe ich hier Haufen Sticker und Haufen Graffitis. Also mein Inventar ist 42 Euro wert. Und damit bis zum nächsten Mal, meine lieben Gaming Mates, und ciao.